Charlestown, eine kleine Siedlung europäischer Auswanderer in der Nähe der großen Seen in Kanada. Michael Ruster ist 12 Jahre alt. Die Engländer unter Captain Ellis schützen das Dorf vor den Angriffen der feindlichen Franzosen und der mit ihnen verbündeten Indianer. Als die Engländer Charlestown für einige Tage verlassen, greifen die französischen Soldaten zusammen mit ihren indianischen Verbündeten an. Als Michael, der sich beim Versteckspielen im Wald verirrt hatte, zurückfindet, läuft er den Angreifern direkt in die Arme. Im Fort der Franzosen verkauft Kapitän Savard Michael an einen Schmied. Nur 3 Goldstücke, Pierre, und er gehört dir. Der Preis steht fest. Michael wird wie ein Sklave verkauft. Doch Oskigan, einer Indianerin vom Stamme der Ojibwe, fällt der weiße Junge sofort auf. Das Leben bei dem Schmied ist die Hölle. Und die Peitsche sitzt locker. Was darf einfach nicht passieren? Oskigan greift ein. Sie will den Jungen haben. Gegen Biberfälle. Für Michael beginnt eine ungewisse Zukunft. Wer sind diese Indianer? Bei seiner Ankunft im Lager der Ojibwe trifft Michael auf eine völlig fremde Welt. Die Dorfbewohner schwanken zwischen Neugier und Ablehnung. Doch Oskigan, die selbst keine eigenen Kinder haben kann, will den Jungen behalten. Er gehört ihr. Die Ältesten haben sich zurückgezogen. Worüber sprechen die gerade? Sie entscheiden, was mit dir geschehen soll. Ob du bei uns bleiben kannst oder ob man dich besser in der Wildnis aussetzt.